Servus Leute und willkommen zurück zu Europa Universalis 4 mit Moskau. Ja, letzte Folge haben wir, glaube ich, keinen Krieg geführt. Wir haben Pleskau annektiert und gleich werde ich auch noch Perm annektieren. Ach, na toll. Jetzt habe ich natürlich so einen blöden Modifikator, der mir die diplomatischen Annexionen hier teurer macht. Das ist ganz praktisch. Bis 1461, gut, das könnte ich vielleicht sogar noch abwarten. Das ist der beste General ever. Aber immerhin General. Oh Mann, ey. So, wie sieht's denn mit Novgorod aus? Ihr seid nicht im Krieg, ihr seid mit Schottland verbündet, was euch überhaupt nichts bringen wird. Und 1459 können wir auch schon wieder anfangen, den nächsten Krieg zu führen. Hat Finnland den Anspruch auf Cola? Nein, schade. Was ist denn Samisch für eine Kultur? Karelisch, okay. Okay, Einnahmen durch Vasallen plus 25%. Soll ich mir die gleich nehmen oder soll ich lieber darauf sparen? Das bringt mir halt auch nichts. Ich muss in einer Technologiegruppe ein bisschen weiter zurückfallen, damit ich später noch verwestlichen kann. Das heißt, ich werde jetzt meine diplomatischen Punkte erstmal hier reinstecken und in eventuelle Kriege. Und dann schauen wir, dass wir vielleicht in den diplomatischen Technologien ein bisschen zurückfallen, damit ich westernisieren oder verwestlichen kann. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass man das Militär, die Militärforschung nicht vernachlässigt, weil die ist essentiell. Überlegene Einheitentypen sind sehr, sehr, sehr gut, vor allem im Krieg. Aber gut, das, glaube ich, sollte einem auch schon so klar sein. So, Kasan hasst mich, die Goldene Horde hasst mich auch. Die Krim hasst mich nicht so extrem. Litauen, okay, freundliche Haltung, aber minus 5, das muss ich auch nicht verstehen. Wir können uns mal bei Litauen ein bisschen einschleimen, aber ich habe gerade keinen Vasall, keinen Diplomaten da. Ah, perfekt, ich kann bei Perm noch eine Staatsehe eingehen, dann booste ich mir meine Beliebtheit noch ein bisschen. Ich weiß, ich habe noch den Modifikator drin, der ist blöd. So, darf ich? Danke. 184 diplomatische Beziehung. Okay, dann können wir sie eigentlich bald annektieren. Das Problem ist, das kostet halt gerade ein bisschen was. Aber es geht eigentlich. 96, ne? Geht, würde ich sagen. Geht. Kann man machen. Verteidiger des Glaubens will ich nicht werden. Immer noch nicht. Ah, plus 190. Perfekt. Jetzt warte ich noch einen Punkt ab, nicht, dass mir das gleich wieder abrutscht. Darf ich? Danke. Und dann können wir die annektieren. So, dürfte auch recht schnell gehen. Und dann geht's noch an Jaroslav. Bei denen haben wir plus 163. Da nehme ich die... Nehme ich mal das. Letztes Mal habe ich das andere genommen. Dann ist der Merkantilismus-Punkt wieder weg. Aber ich will mir gerade meine Punkte sparen, damit ich zumindest mal ein bisschen was forschen kann. Vor allem die Militärtechnologie ist halt wichtig. Ist halt echt blöd mit der östlichen Technologiegruppe, dass man da ein bisschen langsamer forscht. Aber es ist nicht so schlimm wie bei den... Wie bei den Indianern oder auch Ostamerika. Schmarrn. Nehmen wir mal gewinnen. Hier im asiatischen Raum, also so Korea, China, das Gebiet, das hat auch eine ziemlich, ziemlich schlechte Technologiegruppe. Also da darf man sich nichts denken dabei. So. Oh, Provinzverbesserungen, super. Mit Dänemark soll ich mich verbünden? Ja, nee, gerade nicht. Erdwall in Kudümkar, was auch immer das für eine Stadt ist. Vermutlich eine von da hinten. Wie sieht es Truppenlimit technisch aus? Zu viel? Wie viel habe ich gerade? 23. So, besser. Kernprovinzen haben wir schon, das passt. Erdwelle kann ich nur bauen. Bauen wir doch mal. Sonst ist hier überall eh schon alles gebaut. Das können wir alles noch nicht bauen, weil uns diese Technologien dazu fehlen. Okay. So, jetzt ist nur noch Jaroslav da. Habe ich mit denen schon eine Staatsehe? Ja. Ja, die haben... Ja, die haben jetzt halt diesen Malus minus 52 durch die annektierten Vasallen. Das muss ich jetzt ein bisschen abbauen. 7 National... Bitte.
Ach, schon wieder ein Kriegskrieg gegen Novgorod. Ach, der Ding ist ausgelaufen. Okay. Ach Gott, da hinten. Na toll. Na, ich nehme mal besser beide mit. Man weiß ja nie. Du kriegst einen Anführer spendiert. Der kostet mich zwar wahrscheinlich jetzt was. Ja, ich muss halt jetzt ein bisschen Sachen ausgeben immer wieder. Das sollte ich echt unterlassen. Oder zumindest... Jetzt werden wir auf jeden Fall gleich wieder Krieg gegen Novgorod führen. Einfach weil wir es können. Ich kann mir mal... Einen Anspruch auf Novgorod brauche ich mir nicht fingieren. Das macht keinen Sinn. Das ist die Hauptstadt. Aber hier kann ich mir mal einen drauf fingieren. Da habe ich einen Hafen. In Germanland. In Germanland, genau. Ist auch mein Land. Ich bin German, also ist mein Land. Gehört mir. Hat sich Hitler bestimmt auch gedacht. Noch guck mal, die... Vor allem die Provinz Permis hier unten, die ist nicht mal im Besitz vom Land Permis. Finde ich auch interessant. Aber das ist öfter so. Bei den Indianern ist das ziemlich witzig, weil die ja migrieren können. Heißt, die können random durch die Steppe ziehen, im Endeffekt. Was zu interessanten Ergebnissen führt. Dann kann es durchaus mal durchaus öfter mal vorkommen, dass ein Indianerstamm nicht in deiner Heimatprovinz ist. Das ist sehr verwirrend. Teilweise. So, was ist mit Riazan? Möchtest du eigentlich irgendwann mal in unser Ding werden hier, ein Vasall werden? Nein, wegen moskowitische Grundsteuer. Okay, also dann werden wir wohl Riazan nicht mehr annektieren können. Wir können, wir können Finnland vassalisieren. Das wäre mal praktisch. Das können wir, das müssten wir machen, solange es noch geht. Kann ich die so überzeugen? Breche mal das kurz ab, dann schicke ich dem mal kurz einen Abstecher nach Finnland. Und vassalisiere die. Ich weiß jetzt zwar nicht genau, ob mir das viel bringt, aber es wird sich zeigen. So, was ist hier? General mit 100 traditionell, 25 Prestige, 25 Legitimität. Ich nehme mal die Legitimität, die brauche ich gerade dringender. Okay, Jaroslav integrieren ist perfekt. Das machen wir dann eh gleich. So, gegen Novgorod haben wir mal wieder einen Kriegsgrund. Warum wundert mich das nicht? Und die sind mir ein bisschen zu weit voneinander weg. So, jetzt haben wir hier oben unseren Vasallen. Ich kann den theoretisch später auch annektieren, aber dazu muss ich erstmal Novgorod besiegen, damit ich eine anständige Grenze habe, sonst steht der hier oben so irgendwie so komisch rum. Ist auch nicht gerade Sinn der Sache. So, wie sieht es in Europa aus? Österreich? Ja, Frankreich hat sich ziemlich in Burgund reingefressen. Hat auch, wie ich das so sehe, Hennegau befreit. Interessant. Oh Gott. Kastilien, please. Aragon, was hast du getan? Madrid übernommen und Galizien freigelassen. Oh Gott, um Kastilien steht es echt nicht gut. Oh ja, wenn es meinen. Habe ich auch noch nicht gesehen, dass Aragon mal Spanien gründet. Wäre auch mal was Neues. So, wollen wir jetzt einen Krieg führen oder erst Jaroslav integrieren? Integrieren wir erstmal die. So, das Beziehungen verbessern kann ich gleich mal weghauen. Und dann schauen wir, dass wir Novgorod nochmal schwächen. Ich kann ja da mal schauen, dass ich Riazanen bünden. Ach, Moment, ich wollte ja hier noch einen hinschicken. Ist Novgorod irgendwo mit irgendwie jemandem verbündet? Immer noch mit Schottland. Gut, das interessiert mich überhaupt nicht. Aber Litauen hat ja eine freundliche Beziehungseinstellung zu uns. Warum auch immer. So. Perfekt. So, beleidigen können wir die gerne mal. So. Und erfüllt. Gründet Allianz mit Livonischer Orden. Jupp, bitte. Bitte gerne. Kann ich das? Ja, perfekt. Da hat jetzt Novgorod nämlich noch ein größeres Problem. Jetzt ist der nämlich auch noch mit dabei. Was ist hier? Ah, okay, die dürfen keine Staatsehen eingehen. Gut zu wissen. Nein, das werde ich nicht tun.
Das ist noch zu weit weg. Okay, dann mache ich mal gar keine Mission. Okay, dann würde ich sagen, ich speichere mal kurz zwischen, einfach nur, weil es geht. Und dann werden wir versuchen, Novgorod nochmal zu schwächen. Ich hoffe immer, ich kann die Armee sofort schlagen. Ja, 17. September, 14. Komm ab, das geht doch wohl. So, Eroberung von Ingermanland. Das ist bester Name ever. Riazan wird nicht mit einsteigen, Finnland hat keine andere Wahl und der Livonische Orden ist dabei, das ist perfekt. So, ist Schottland beigetreten? Noch nicht, jetzt. Aber das interessiert mich weniger. Wo zieht ihr hin? Weg. Dann sammelt ihr euch in Novgorod. Moment, erwischt ihr den noch? 2. Oktober? 7. Oktober, nein. Nein, du wirst die Finnen hier nicht besiegen, mein Freund. Das sind meine Finnen. Danke. Und Novgorod flieht. Wohin fliehen die? Wohin fliehen die? Nach hier rüber. Wohin flieht hier? Da oben hin. Ach, zu den restlichen Novgoroder Truppen. Ja, das macht Sinn. Ich muss die Armee zerschlagen, das ist gerade das Problem. Was halt ein bisschen nachteilig ist, ist, dass Novgorod so ein ziemlich umfangreiches Reich ist. Vom Flächenausdehnungsding hier. So. Euch kriege ich noch? Wunderbar. Das Problem ist, das könnte jetzt schlecht für uns ausgehen. Verdammt. Dammit. Das war nicht so praktisch jetzt. Das hätte ich besser überdenken sollen. Ach ja, ich habe hier noch eine Armee. Aber ich habe dafür den Finnen Zeit geschaffen, hier mal was zu tun. Fuck. Ich sollte erstens langsamer schalten. Was hatten da gerade... Was hatten wir da gerade... Die Bilanz so verhagelt? Ach, die Marsch, ne? Verschleiß plus 1. Ja, das war wahrscheinlich dieser Geländemodifikator, der mich hier gekillt hat, quasi. Das ist immer so eine Sache, die beachte ich gern. Die ignoriere ich gern. Oder beziehungsweise ich vergesse gern, ich ignoriere sie nicht bewusst. Also ihr stellt euch wieder auf, das ist perfekt. Ich habe ja momentan noch genügend Rekrutenreserve, das geht also. Und hier oben können sie eh gerade nichts machen. Zieht ihr schon mal in die Richtung hier oben, damit ihr unterstützen könnt bei Bedarf. Die 10.000 Jaroslava, Schmarren. Novgoroder stört mich gerade ein bisschen. Ich kann ja versuchen, dass ich auch noch Cola hier für Finnland raushau. Dann haben die hier oben nicht mal mehr eine Provinz, die... Novgoroder. Das wäre sehr praktisch. Jetzt ziehen die Novgoroder in meine Richtung. Das hilft mir aber nicht sehr viel. Also prinzipiell direkt auf meine Hauptarmee zu marschieren. Das ist jetzt nicht gerade die klügste Idee, mein Freund. Ja, die ziehen nach Novgorod. Das ist blöd. Jetzt nicht mehr. Das macht die KI manchmal. Wenn man... Nee, Moment. Erstmal sammeln. Danke. Bevor ich hier reinmarschiere. Nee, da oben kommen die. Das ist doof. Dann fügt euch mal zusammen, ich muss... Oh, das wird interessant. Come at me, Bro. Ich bin euch überlegen. Noch. Und die haben einen Malus, aber ich verliere aus unerfindlichen Gründen trotzdem, weil ich extrem wenig Glück habe gerade im Würfeln. Ah, meine Verbündeten kommen. Perfekt. Perfekt. Wo lauft ihr hin? Da hoch. Jagd die Bastarde! Hunt them down! Ich möchte nämlich jetzt hier Flächenteppichbelagerung quasi machen. Und ihr habt natürlich jetzt wieder alles abgebrochen an Belagerung. Ihr seid die Vollprofi schlechthin, liebe Verbündete. Okay, Goldene Horde und Logeis in dem Krieg. Das können sie gerne machen. Schon wieder die Provinz da oben. Da habe ich schlechte Erfahrungen gemacht mit... Ich komme halt gerade auch kriegszieltechnisch zu gar nichts. Das ist ein bisschen doof. Du kannst dich mal teilen und hier oben hin marschieren. Dann belagerst du mal das Kriegsziel. Das wird eng. Ich habe hier auch noch eine Flussüberquerung, ne? Oh ja, ich habe hier böse Mali. Aber das ist Finnland, der... Ne, Moskau und Finnland. Gelände minus 1 und Überquerung minus 1. Ja, ich habe hier böse Mali, deswegen verliere ich hier auch.
Also Archangelsk ist eine ziemlich schlechte Provinz, um Schlachten zu schlagen, stelle ich gerade so fest. Jupp, das habe ich befürchtet. Warum sind das jetzt auf einmal zwei? Ich bin kein großer Kriegstalent. Tut mir leid. Ja, das ist echt... Wie gesagt, ich bin sehr schlecht im Krieg führen hier in dem Spiel. Stellt euch mal sich jetzt aber hier hin. Von hier kann nichts kommen, aber von hier. So. Das Problem ist, Novgorod hat immer noch Truppen, was mich ziemlich stört. Novgorod ist belagert. Warum lasse ich die überhaupt stehen? Das bringt mich gar nicht weiter. Da kommt Novgorod. Das ist nicht gut. Wo zieht ihr hin nach Novgorod? Immer noch? Ja. Nee. Jetzt ziehen sie nach Belo. Ja, dann zieht ihr mal hier oben hoch. Während ihr euch wieder auffüllt und meine Rekrutenreserve ist gerade ziemlich weit unten. Das ist nicht gut. Das heißt, ich werde bald keine Verstärkungen mehr ranschaffen können. Ich muss jetzt echt vorsichtig mit meinen Einheiten umgehen. Wobei es den Novgorod dann auch nicht viel besser gehen wird, vermutlich. Ihr zieht nach Novgorod. Was könnt ihr machen? Okay, warum zieht ihr nach Novgorod? Ihr zieht nach... Nein! Fuck! Das habe ich befürchtet. Wann kommt ihr an? 3. November? Ja, fuck. Das ist wieder klar. Das kann ich aber vergessen hier oben. Aber da kann ich sie einsperren, das bringt ihnen nichts. Es ist nur blöd, weil ich die Belagerung dann wieder abbrechen muss. Ja, das war klar. Das haben sie zu schnell gewonnen und du ziehst... Ach, du ziehst zum Livonischen Orden. Na gut, dann kann ich dich jetzt mal schön gemütlich von hinten hier nehmen. Und ja, das war bewusst doppeldeutig. Das Problem ist halt, ich müsste hier in Germanland belagern, damit ich mein Kriegsziel erfülle. Weil das bringt halt einen ziemlichen Schub bei beim Kriegsstand. So, und das dürfte jetzt die novgorodische Armee endlich mal gewesen sein, oder? Und meine übrigens auch, weil ich habe keine Rekrutenreserven mehr. Alter, wie schlagt ihr euch denn bitte? Sterbt! Danke! So, die bleibt jetzt in Germanland stehen und holt sich die Provinz endlich, damit wir da den Krieg mal beenden können. Aber Novgorod dürfte nichts mehr haben jetzt. Ah, das ist perfekt. Nächste Stufe kommen dann hier... Naja, da baue ich jetzt mal nichts, das kostet wieder militärische Macht und da habe ich gerade nicht viel von. Ach Gott, ist das kacke mit der Rekrutenreserve gerade. Ach nö, wo willst du in den Zinn marschieren hier? Das ist halt echt problematisch, dass ich jetzt so wenig belagern kann im Endeffekt. Ich meine, ich lasse die Armee jetzt zusammen, weil sonst habe ich wieder Probleme. Finnland ist gerade ein bisschen dabei, hier was aufzustellen, das finde ich super. Warum machen eigentlich meine anderen Vasallen, oder warum macht Rasan zum Beispiel nicht mit? Okay, Krieg begann vor mehr als 60 Tagen, die werden also auch nicht mehr dazu stoßen, leider. So, hier könnten die Livonischen Ordentypis mal gewinnen, das wäre sehr praktisch. Aber dann hätte Novgorod nämlich wirklich nichts mehr, außer die 300 Mann da oben. Okay, Österreich ist immer noch Kaiser, wer auch sonst. Österreich ist immer Kaiser, fast immer. Also das Heilige Römische Reich kann man auch mal spielen. Aber es ist kompliziert. Sagen wir es mal so. Also Prestige haben wir gerade genug. Verlieren wir das mal kurz. Ach, Gottes Willen. Erstmal sterben. Litauen. Sie sind Polen untertan. Litauen ist in einer Personalunion unter Polen? Ich dachte immer, das ist andersrum. Okay, gut zu wissen. Ich dachte immer, Litauen ist der Personalunionsführer hier. Scheinbar ist das nicht der Fall. Na gut. So, beschleunigen wir das Ganze mal. Ich glaube auch nicht, dass Novgorod noch groß was auf die Reihe kriegen sollte hier. So, machen wir das mal so.
Ah, Rebellen, das ist nicht praktisch. Novgorod rennt durch mein Gebiet, das stört mich jetzt. Was hat Novgorod da gerade für ein Problem? Können sie nicht entscheiden, wo sie hinlaufen, oder? Auch nicht schlecht. Ja, die KI hat teilweise ihre Aussetzer, ne? Kennt man ja. Der Krieg wird sich noch ein bisschen ziehen. Ah, in Germanland ist fertig. Perfekt. Dann kann ich nämlich hier nach oben ziehen und den Rest fertig machen. So, 25%. Was will ich denn überhaupt? Muss ich mir jetzt langsam mal überlegen. Ich kann gar keine Kernprovinzen zurückgeben, ne? Weil das hier oben keine Kernprovinz von Ding ist. Ich will auf jeden Fall in Germanland. Ach, das würden sie schon angeben. Abgeben, meine ich. Die geben aber schon viel weg. Ich meine, ich kann eh nicht mehr fordern, ne? Und mehr will ich momentan eigentlich auch nicht. Ich meine, das bringt mir jetzt eh schon wieder genügend aggressive Expansion, würde ich mal sagen. Ja, komm. Bevor sich das hier noch weiter aussieht, lassen wir uns erstmal unsere Manpower wieder erholen. Und ich muss auf jeden Fall schauen... Mit wem seid ihr denn im Krieg? Hansebund Deutsch. Warum wollt ihr bei mir durchmarschieren? Nee. Aber... Ich muss den nächsten Krieg intelligenter angehen. Das ist ein bisschen suboptimal gelaufen, kann man sagen. So wie es, glaube ich. Oh, ich halbiere ich mal... Damit ihr euch fröhlich verstärken könnt. Was ist jetzt die kleinere Armee hier? 8-3, 8-3. Gut, das ist halbiert, das ist auch schon egal. Dann mache ich das mal perfektionistisch, wie ich bin, so. So, einwandfrei. Truppenbefreiung, ja, ist mir klar. Verluste ist mir auch klar. Provinzverbesserungen. Da muss ich gerade mal investieren, weil ich brauche echte Rekrutenreserve. Und ich mache gleich eine Aufnahmepause. Aber irgendwie macht das Spiel so Spaß. Da geht die Zeit so unglaublich schnell rum. Ich bin schon wieder bei 22 Minuten und weiß nicht, wo die Zeit hin ist. Das ist echt doof. Naja, gut. Mitglied der Koalition gegen Polen. Ja, okay, wenn ihr unbedingt Ärger wollt, bitte. Polen-Litauen kann sehr mächtig werden, wie gesagt. So, wann ändert die? 1471. Okay. Auf jeden Fall haben wir Novgorod jetzt gut geschwächt. Das muss auf jeden Fall meine Kernprovinz werden hier. So, jetzt werden wir die Pause rausmachen. Die Armee aus Holm bleibt mal gleich da oben. Wer möchte Militärzugang? Norwegen. Mit wem seid ihr im Krieg? Ach, auch mit denen. Ihr... Ach ja, ich hätte es eigentlich auch geben können. Das ist ja eigentlich egal. Ich meine, die können von mir aus schon durchmarschieren. So ist das nicht. Es wird ihnen nur relativ... Noch einer. Ja, von mir aus. Darfst du halt durch. Das ist auch gut. Dann kann ich nämlich weitaus schneller Ansprüche fingieren. So, ich würde aber sagen, das war's für die heutige Folge. Nächste Folge müssen wir erstmal schauen, dass ihr unsere Rekrutenreserve wieder erholt. Beziehungsweise die nebenbei auch ein bisschen aufbauen. Ausbauen, nicht aufbauen. Wobei wir halt sehr, sehr wenig militärische Macht haben. Sollte mir unsere Anzahl an administrativer Macht gerade irgendwas sagen? Ich glaube nicht. Vielleicht bin ich ein bisschen zu misstrauisch. So. Das kann ich nicht konvertieren. Okay. Das könnte ich theoretisch konvertieren. Das werde ich auch tun, weil die Kultur leider nicht akzeptiert ist. Aber gut. Ich würde sagen, man sieht sich in der nächsten Folge morgen. Und bis dahin. Servus.